Hallo und herzlich willkommen zum neuen Hanfmagazin Produktvideo. Und jeder, der mich und meine Videos ein bisschen kennt, der weiß, ich freue mich besonders, wenn ich ganz außergewöhnliche Produkte vorstellen darf, die auf Hanf basiert sind, aus Hanf hergestellt werden. Und heute freue ich mich deswegen ganz besonders drauf, euch den Explorer V2 for Man vorzustellen von 8000 Kicks. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wenn wir heute erfahren, wie unsere Klamotten hergestellt werden, wie unsere Schuhe hergestellt werden, dann fragen wir uns so langsam, was kann ich überhaupt noch mit gutem Gewissen anziehen? Und da ist natürlich der Explorer V2 von 8000 Kicks etwas, wo man wirklich sein Gewissen beruhigt und sagt, okay, im Thema Schuhe habe ich vermutlich mein Bestes getan für mich, für die Umwelt und für den Planeten. Und ja, jetzt will ich aber auch nicht lang rumschwafeln, sondern wir wollen uns den Schuh jetzt einfach mal im Einzelnen anschauen. Kleidung aus Hanf ist generell grundsätzlich nichts Neues und trotzdem hat 8000 Kicks bei diesem Schuh wirklich Pionierarbeit geleistet, denn er hat ein paar Features, die wirklich ganz besonders sind. Ich denke, wie unschwer zu erkennen ist hier ein Hanftextil die Oberfläche von diesem Schuh geworden und das ist sehr solide, sehr sauber vernäht und ganz schön gearbeitet. Und bevor ihr jetzt in die Kommentare spammt, was ist denn mit der Sohle? Diese Sohle ist tatsächlich auf Algen basiert. Das bedeutet, auch hier haben wir es mit einem sehr umweltfreundlichen Material zu tun. Das ist nicht etwa einfach irgendwelches Plastik. Überhaupt ist auch der 8000 Kicks Explorer der erste Schuh, bei dem die Innensohle ebenfalls aus Hanf gefertigt ist. Aber einer der wahnsinnigen Clues überhaupt, was man diesem Schuh vielleicht auf den ersten Blick vielleicht gar nicht zutrauen möchte, das ist für mich der Clou und der Hit überhaupt, denn dieser Schuh ist wasserfest. Ich wette, viele von euch haben jetzt gedacht, das wäre ein schöner Wetterschuh, den ich nur bei strahlendem Sonnenschein tragen kann, von dem wir in Deutschland ja nicht ganz so verwöhnt sind. Aber Fehlanzeige, dieser Schuh ist tatsächlich ein Allwetter- und ein Alltagsschuh, der wasserfest ist. Ihr holt euch keine nassen Füße damit, auch wenn es mal regnet. Und jetzt ziehe ich den eben mal kurz an und check mal aus, wie es um den Tragekomfort steht. Und so sieht der Schuh jetzt beim Tragen aus. Schon sehr schick, sehr stylisch. Und jetzt muss ich auch mal kurz dazu sagen, das ist einer der leichtesten und bequemsten Schuhe, die ich jemals an meinen Füßen hatte. Das, denke ich, werdet ihr sofort merken, wenn ihr in einen Explorer V2 for Man reinsteigt. Nach meinem Tragen und Laufen mit dem Schuh muss ich wirklich sagen, enorm überzeugendes Teil. Man fühlt auch relativ schnell, dass er klimatisch für den Fuß sehr gut ist. Das verhindert übermäßige Schweißbildung, ist natürlich auch top für Allergiker und so weiter. Das heißt, dieser Schuh ist quasi eine Lösung für so viele Problemchen und für so viele Dinge und er macht auch einfach Spaß. Grundsätzlich, wenn ihr jetzt kein Freund von genau dieser Farbe seid, schaut mal auf der Seite von 8000 Kicks. Die ist hier unten auch in der Videobeschreibung verlinkt, denn es gibt noch einige andere Farben dazu. Es gibt auch übrigens noch generell mehr und auch die Frauen. Natürlich stelle ich als Mann einen Männerschuh vor, aber auch Frauen sollten sich unbedingt mal auf dieser Seite umschauen, denn für Frauen gibt es natürlich auch 8000 Kicks. Schuhe aus Hanf. Ich hoffe wirklich und inständig, dass ich euch mit diesem Video auch von diesem Schuh überzeugen konnte, denn es wird ab jetzt definitiv mein Lieblingsschuh sein. Und wenn ihr sie habt, dann schreibt doch in die Kommentare mal ein bisschen, wie ihr euch da drin fühlt. Und genau, vielleicht auch gerade noch in welcher Farbe ihr euch das Ding zugelegt habt. Es gibt wirklich einige schöne Farbvarianten, braun, schwarz, blau, wie auch immer, auch mit einer schwarzen Sohle und so weiter. Schaut euch wie gesagt um auf der Seite von 8000 Kicks. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns dann auch beim nächsten Hanfmagazin Produktvideo mit mir wieder. Und bis dahin bleibt gesund, genießt den Frühling, bis bald.